das Rennen hat schon gestartet. Jetzt muss ich das Rennen auch noch gewinnen. Also. Nein. Ich bin raus. Nee, ich bin jetzt. Ich bin wieder mit drin. Also. Schnell voll Gas. Schnell. Nein. Ah. Na, bist Mafia am Spielen. Alter, dieses Rennen. Schnell, ich muss das Rennen gewinnen. Alter, nein. Ah. Ja. Super, jetzt habe ich mich festgefahren. Diesen oldtimeren Auto. Ja, da. Na, bist du Mafia am Spielen, wa? Ja. Aber es ist, ja. Ja, aber dauert den. Ich spiele das Spielrad, wo ich das jetzt belegt habe. Oh, und dann genau, wenn ich in der Mission habe, ich hast du meinen Partnerlader geschützt, Steven. Oh jo. Dann muss kannst ich das. Kannst du ja ruhig Mafia Wasser spielen. Ihr wollt halt öffnen, mit jemandem labern. Ach so, ja, mache ich. Ich muss gut so, dass ich das Rennen gewinne. Es sei denn, du willst GTA spielen, ne? Das ist natürlich von deinem Entscheidung. Wenn ich das Rennen verkatte, dann muss ich das Rennen nochmal von vorne machen. Hm. Ah ja, ab heute, die Eventwoche dreht sich alles um Nachtclub. Einnahmen werden doppelt so schnell gefüllt und alles. Oha! Da ist der, wenn du Güter beschaffst, das ist doppelt Dollar. Die Tresoreinnahmen sind doppelt Dollar. Und die Güter stellen sich doppelt so schnell auf. Ich habe heute schon mit 3 oder 4 Mal schnell. Hier vom Tresor die Sachen abgeholt. Alter. Alter. Ich muss mal erstmal die Rennauto mal dran gewöhnen. Die an die Steuerung. Hallo. Mafia habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Der dritte Teil, den finde ich scheiße. Ich weiß nicht mal, welcher Teil das ist. Ich habe auf TikTok gesehen, dass das gerade kostenlos ist. Und da habe ich gedacht, oh komm, das wäre doch was für mich. War das kostenlos? Das war kostenlos auf bei PlayStation Plus Mitgliedschaft. Ist das kostenlos? Stimmt. Muss ich gleich. Ach, stimmt. Oh. Da habe ich auch schon ewig nicht mal reingeguckt, ne, was jetzt neu für das Bus ist. Oh, meine Fresse. Oh, schon wieder die. Ah, ich will jetzt bin ich Zweiter. Der neue Fahrer Tony Angelo ist fast an der Spitze und fällt 1 Meter. Ah, ja, ich muss das Rennen gewinnen. Das ist eine Elo 3 Runde von daher. Mist. Boah, das könnte vielleicht ein Foto finish werden. Nachher. Okay. Oh, dann die letzte Runde ist jetzt richtig spannend. Nein, blöder Unfall. Wow. So, jetzt aber. Aber ohne Scheiß, diese Woche lohnt sich richtig mit dem Nachtclub zu arbeiten. Alter, ich hoffe, ich bleibe in die Lande noch in die Führung. Was? Ich hoffe rein. Bleib gerade. Ey, das sind solche Schisser, ne? Die machen Drive-by, anstatt mal wie richtige Männer auszusteigen.
Ey, was für kleine Schüsse, Alter. Was für kleine Schüsse. Und einmal hat die Aufnahme gespannt. Dann habe ich dann habe ich das aber neu gestartet. Und dann habe ich nicht mehr gewusst, wie ich da weiterkommen. Dann war das eine 3-minütige Aufnahme. Dann habe ich nochmal neu gestartet, dann war es eine 4-minütige Aufnahme. Weil es danach plötzlich es war Mittag und es hat erst die Band. Man muss jetzt ein bisschen mit der dachte ich für die Aufnahme, diese 3-minütige Aufnahme und die 4-minütige Aufnahme nicht löschen, sondern ich würde die mit hochladen. Ich nehme gerade immer noch auf. Das heißt, gerade schon hochgeladen worden. Naja, ich habe das Rennen gewonnen. Und ich krieg den Pokal mal wieder. Was war eigentlich im Januar PS Plus? Ich habe keine Ahnung, ich war ab da nicht geschaut. Ich habe da vor dessen nachzuschauen. Am Januar. Ja, klasse. Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger! Hey, Tom! Moin, ist mein Geburtstag! Ich feier sowieso nicht. Okay. Ja. Ich hasse meinen Geburtstag eher, weil man wird älter und nicht jünger. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Ich hab keine Lust. Du hast heute viel Geld eingebracht und Morello kann jetzt... Ich werde morgen einfach wieder 23 anstatt 25. Der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Ja, ich bin so ein... Ich fühle mich schon so alt, weißt du. Das heißt, du warst 23 oder 25? Oder wie habe ich gerade... Oder wie ist es gerade so? Ich werde morgen 25. Ah, dann bist du älter als ich, weil ich bin 23. Prost. Nee, aber... Vielleicht kaufe ich mal. Komm, wir tauschen unser Alter. Du kriegst mein Alter morgen und ich krieg dein. Einfach Alter tauschen. Wunsch, großer Held. Wenn das gehen würde, wa? Ja. Dann wäre ich wieder 5. Dann will ich mit dem 5-Jährigen tauschen. Dann will ich wieder einen auf Geige. Oder so machen. Jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Polly. Der ist so betrunken, dass ihn so, jetzt speichere ich App und guck kurz ja, beim okay. Play Store. Ich bring ihn nach Hause. Und hol mir mal die ganzen Spiele. Ja. Mach das. So. Ey, wenn da immer steht, warte bitte, ne? Bei dir austet, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind so, PS Plus, wo? Ach, der Motor macht die Magie, Ralf. Ich hab nur gelenkt. Schneller. Hey, Pauli gesehen? Ich nehme es schneller, 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 schneller. Oder so. Reagieren okay. Sie mal schneller. Spaß. Werde ich, Tom. Danke. PS Plus. Wie geht's? Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey. Alles für die Kollegen. Ja, komm, lad schneller heute noch. Danke. Was haben wir denn hier? Evil Dead, The Game. Ich habe gestern angeschaut, der Hobbit. Und da war Werbung gewesen. Dann habe ich gesagt, komm, schön kurz die PlayStation reingehen und gucken, was Neues gibt bei PlayStation Plus. Weil ich das vergessen habe zu machen am Januar halt. Gut, da ich jetzt nichts verstanden habe. Ich habe halt vergessen, am Januar doch nachzugucken, was da doch PlayStation Plus gegeben hat, umsonst. Und ich habe gestern die Hobbit angeschaut, der Film. Hm. Und dann habe ich halt gedacht, wenn gerade ein E-Abo ist, kannst du mal nachgucken, was gerade PlayStation Plus gerade ist, was Neues. Du bist Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. So große Kanulis kann es gar nicht geben. Das wär's für diese du hast doch gerade übelst geleckt. Okay.
Ich muss jetzt den Polly suchen. Evil, das ist doch sowas wie Freitag der 13. oder sowas. Naht. Olli Olli World! Ui! Ja, das ist schon richtig cool. Also, vor allem, das ist auch die Autos bei Motor und ich. Allein gibt es diese Oldtimers. So ein kleines Cartoon-Spiel gibt's diesmal auch. Ja, siehste mal, ja, guck mal. So. So. Okay. Jetzt habe ich mir alle Spiele geholt. Alles gespeichert. So. Ah, du hast gerade echt übelst geleckt. Okay. Ja, du sollst ja nicht am Rennen, Frau, meinen Nerven. Du meinst, da war heute keine? Die Wände sollen ja rot sein, aber wenn das Licht da drauf scheint, dann sieht das aus wie pink. Hey, hast du Pauli gesehen? Seitwärts. Hab's gehört. Zum ersten Mal beim Rennen. Falls die Frage kommt, ob es mir gut geht, hier tut es. Die geht ganz bezaubernd, ja, ja. Die Party hört nicht auf. Ah! Wie lief er nach dem Aufmaß? Hab ich. Wollte fünfmal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor fünf Minuten hier. Ah, war fünf Minuten hier, okay. Fast geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lukas. Okay. Oh, da liegt was da vorne. Wieder so ein Comet? Ja, in irgendeinem Teil, da kannst du doch auch hier so schöne Frauenhefte sammeln. Ich habe gerade so ein Comedy-Hefte gefunden, gerade mal wieder. Das ist, glaube ich, mein zweites und keine Ahnung, wie viel das ist. Ah ja. Pustekuchen. Aber die Grafik ist richtig geil, die Grafik. Ja. Ah, da vorne sehe ich den schon. Nee. Du wirst ja auch bei Mafia verfolgt, wenn du zu schnell fährst, ne? Bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, ist nicht so wie in GTA. Ja, da hast du Aufstand bekommen. Ich hatte schon zweimal heute Sterne gehabt. Schön. Der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause. Eine schöne Voraussetzung, ja. Eine Verfolgungsjagd. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay. So besser. Los geht's, Großer. Und es hat auch ein Epifiller, es hat auch die Idee, meine Augen auf, aber ich hab den Mauskopf geschmissen. Bei dem Auto kaputt machen und was ist passiert? Ich habe mich selbst angezündet. Anstatt auf das Auto zu schmeißen, fällt es vor meine Füße. Läuft. Ist doch schön. Ja. Dann bringe ich jetzt mal nach Hause. Einmal einsteigen. Aber das Spiel, was sich nicht lohnt, ist Watch Dogs Legion. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Okay. Du warst toll heute, ja. Tommy, mit dem Fahren. Wenn wir schon bei Thema Spielen sind. Als ich ja. Dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Das ist Coole, was ich da finde, ist, dass gesagt, du mit, bei Legion ist halt, dass du mit dem Ball jonglieren kannst. Der kann fahren. So ein paar Tricks machen mit dem Fußball. Der Kerl kann fahren. Und hier aber das war dann auch schon. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Lässt du mich alt aussehen, Tom? Schau dich an! Was lohnt sich denn? Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Oh. Watch Dogs 1 und 2 lohnt sich. Wirklich gut in der Familie. Ich habe ja... Ich habe ein Watch Dogs Spiel habe ich gehabt bei GBU. Und dann habe ich noch ein anderes Watch Dogs Spiel. Wo so ein Schweinskopf abgebildet ist, oft habe ich mal als Geschenk bekommen. Wir stecken da zusammen drin. Aber das Vorstopps, was ich mal hatte, von wo man die in die Ampel reinhitten kann, ist das auch eigentlich für PlayStation oder
Alle Teile gibt es auf der PlayStation. Oh, dann habe ich, glaube ich, habe einen anderen Teil. Du bist betrunken. Ich habe einen Teil, wo doch so ein... Du solltest die Klappe halten und deine Twin. Wo doch so ein Schweinekopf. Hast du recht. Ein Schweinekopf? Ah, was mit dem... Das auf dem... Also auf dich, auf dich, auf dem... Das ist was mit dem Schwein abgebildet. Damit helfe ich heute nicht. Weil was da? Hat der Schweinekopf einen Totenschädel in der Hand? Ja. Dann ist das Watch Dogs Legion. Genau, das habe ich. Genau, das ist nicht so ein geiler Fall. Gucken wir mal, den ich ja mal den Teil hole, hole, wo ich mal auf die Wii U mal hatte. Das ist was. Oh, du solltest mal die Puppen sehen, Tommy. Willst du, dass es mir noch schlechter geht? Oh. Schön wie Sport. Komm, der Blöde, da bin ich halt Alter, aber einfach mehr denen fahren und wo ich einen Unfall. Das ist was. Oh, aber sehen, was richtig cool wird, die ich hier online. Ich überlasse es dir. Wenn ich dort die geben werde. Du musst mir schon sagen, Oldtimer Taxi wird auch cool. Und es dort das Thema in dieser online. Das gibt es mittlerweile. Es gibt ja das neue Oldtimer Auto. Und wenn du in so einem, das war bei so einem Event, wenn du das und das in dem Event abgeschlossen hast, dann hättest du das Taxi-Design für das Auto freigeschaltet. Ah! Also das ist quasi das große Auto. Das ist quasi so ein Auto, wo ich auch schon nicht habe, oder? Träum schön, harter Kerl. Das Auto wirst du nicht haben, Mann. Ich habe schon sehr viele Alter. Hat das ein zweiter Reifen? Also so Wechselreifen. Hm. Was ist damit? Weil das hat er jetzt tatsächlich hab. Bei. Zum Beispiel deine Lulu, okay, ist ja so gesehen ja auch ein, kann man sagen, Oldtimer. Auch ein Oldtimer, aber. Letzte Runde, Tom. Naja. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst. Dann gab es ja hier das Event, was ja gestern noch war mit den GS-Paketen, Drogenverstecke und so. Das ist ja auch ab heute nicht mehr. Das französische Auto ist auch nicht mehr da. Naja, das ist auch blöd. Ja. Außer halt für die Leute, die es gekauft haben, die abbehalten das natürlich. Aber ich verstehe nicht, warum die sowas machen. Weil ich auch nicht, das weiß keiner. Selbst die YouTuber fragen sich das. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas. Also einer hatte eine Vermutung, der hatte irgendwie gesagt, dass der findet, dass Rockstar Games das so macht, dass das Special-Fahrzeuge sind. Das heißt nur, eine begrenzte Zeit gibt. Kein Problem, Luigi. Ich finde Special-Fahrzeuge unnötig. Das ist also so, dass die, die kommen raus und dann sind sie dann wieder weg. Das ist auch blöd. Ja, dafür haben wir heute kein neues Fahrzeug bekommen. Was wird das? Heute gibt es auf einem Gegnermodus Doppeldollar, um halt das komplette mit dem Nachtclub. Hey, ich arbeite hier nur. Hört ja eben schon erwähnt habe. Das ist halt für diese Woche. Gut. Ob die nächste Woche Donnerstag wieder ein neues Fahrzeug reinbringen, das weiß man noch nicht. Nee, das weiß man nicht. Ich hol meinen Mantel. Dann heißt es sowieso, ja, ihr könnt das nur zu diesem und diesem Zeitpunkt kaufen, sonst ist das wieder weg. Ja. 100 Pro. Alles gut? Mich muss niemand nach Hause bringen.